Prozess gegen Kaffee? Jameson beginnt heute. Nein, danke. Wirklich nicht? Er ist ganz frisch, erst von gestern. Nein, danke, jetzt nicht. Ist wahrscheinlich auch besser so. Ich glaube, Santana könnte was Beruhigendes gebrauchen. Du machst schon einen sehr aufgekratzten Eindruck. Warum hast du das über mich eigentlich geschrieben? Nur damit alle wissen, dass ich mal in Behandlung war? Ich schreibe das, was ich für wichtig halte. Musst du deswegen gleich jedem in der Stadt freudestrahlend mitteilen, ich wäre... Verrückt? Dieses Wort benutzen wir Zeitungsleute nicht mehr. Der heutige Tag wird schon ziemlich schwer für Santana. Wieso trägst du das? Was? Dieses... Mir war so, als ob dir Julia geraten hätte, etwas Unauffälligeres anzuziehen, etwas Seriöses aus mehr Stoff. Warren? Ich möchte doch hoffen, dass du die Jacke damit gebracht hast, um damit deinen Oberkörper verdecken zu können. Oder willst du vor Gericht aussehen wie eine... Eine frag was? Nicht so dumm, na, das weißt schon. Du ganz genau, was wie ein Flittchen. Wie ja, wie eine von der Straße. Am besten, so du gewöhnst dich an diesen Ton, denn gegen das, was dich gleich im Zeugenstand erwartet, ist das hier nichts. Es ist gar nichts. Im Vergleich zu dem, was Mason gleich mit dir vor Gericht machen wird. Theresa ist noch nicht da, aber ich kann dir ein paar Eier braten, wenn du willst. Nein, aber vielen Dank. Es wird ein langer Tag werden. Du solltest vorher etwas frühstücken. Vielleicht später. Ich glaube, wir sollten über gestern Abend miteinander reden. Ich bin spät dran. Kriegst du wirklich nicht mit, was du mir antust? Können wir das nicht verschieben? Du wirst nie Zeit haben. Es gibt für dich immer etwas Wichtigeres, das mit deiner Karriere zu tun hat. Wenn es meine Karriere nicht geben würde, wäre ich dir doch vollkommen egal. Du irrst dich, auch wenn du es mir nicht glauben willst. Tut mir leid. Ich hätte damit nicht vor einer Verhandlung anfangen sollen. Naja. Angela. Nein. Es war meine Schuld. Entschuldige. Es wird nicht wieder vorkommen. Ach, weißt du was? Ich ziehe einfach mal mein Donna-Karen-Kostüm an. Das passt so gut zu meinem hübschen Lächeln. Findest du nicht auch? Ich meine, wir müssen doch schließlich das perfekte Paar abgeben. Ich beeil mich. Meinst du das ernst? Natürlich. Du kannst dir alles stehen und liegen lassen. Doch nur, wenn du mit zum Gericht kommst und dir meine brillante Rede anhörst. Wenn du dir Umstandskleider kaufen willst, musst du am Wochenende nacharbeiten. Moment. Was hab ich damit zu tun? Ich denke, es würde dir da vielleicht gefallen. 10 Uhr fängt der Spaß an. Beginnt die Verhandlung dann nicht schon um 9? Am Anfang passiert nicht viel. Es reicht, wenn du eine Stunde später kommst. Was hast du eigentlich davon? Gina! Ich bin ein armer Anwalt. Ich kämpfe für Wahrheit und Gerechtigkeit und bessere Bezahlung der Anwälte. Ich habe nichts davon. Entschuldige mich. Ach ja, ohne einen Vorteil zu haben, machst du doch nichts. Guten Morgen. Guten Morgen. Du siehst ja heute wieder elegant aus. Ich hatte gehofft, dass wir uns über den Weg laufen. Die Geschworenen brauchen nur einen Blick auf dich zu werfen und schon... Sprechen Sie Jameson frei, allein diese Krawatte spricht Bände über deine Fähigkeiten.
Cassie. Ich wollte dir nur sagen, gestern Abend habe ich... Ich habe zu tun. Oh, Julia. Guten Morgen. Hallo. Sie waren gestern Abend wirklich einzigartig. Eigentlich wart ihr es beide. Tja, ich denke, so kurz vor der Verhandlung habt ihr noch eine Unmenge an Einzelheiten zu besprechen. Da will ich doch nicht weiter stören. Bis später. Cassie, ich... Ich wollte Ihnen nur mitteilen, Herr Anwalt, dass Sie mit dem Material nicht die geringste Chance haben zu gewinnen. Warum Sie nicht selbst in die Verhandlung gehen? Ich habe Mason gesagt, dass ich den Verstand verlieren würde, wenn ich die ganze Zeit in den Gerichtssaal eingepfercht sein müsste. Du hältst mich doch auf dem Laufenden. Ich werde es versuchen, nur ich garantiere nicht dafür, dass ich alles verstehe. Wie gedankenlos von mir. Das muss für dich so langweilig sein. Oh nein, nein, wirklich nicht. Das wird sicher hochinteressant werden. Das sagst du doch nur so. Nein, öffentliche Verhandlungen waren in der DDR nicht üblich. Und jetzt sehe ich Mason endlich mal als Anwalt. Das hast du doch schon mehrmals. Ja, ja, schon. Nur vor Gericht noch nicht. Es heißt, er soll im Gerichtssaal sehr erfolgreich sein. Ja, erfolgreich ist er. Es war für mich immer sehr erschütternd zu sehen, dass diese Art Theaterspiel ausgerechnet dort so effektiv ist, wo die Wahrheit eine Rolle spielen sollte. Und die Vernunft. Justitia ist blind, aber offensichtlich nicht taub. Wollen Sie etwa hier draußen warten? Nein, hier gibt's kein Telefon. Ich brauche eins, wenn ich Eden finden will. Gibt's was Neues von Cruz? Nein, noch nicht. Er wird sie finden, da bin ich ganz sicher, Sisi. Er liebt sie, Katharina. Wenn sie da draußen ist, findet er sie. Wie dem auch sei, ich muss los. Mason soll mich anrufen, wenn es nötig ist. Ich sag es ihm. Ich würde sonst was geben, Ihnen das zu ersparen. Nein, mein Kind. Warren hätte nicht so mit dir reden dürfen. Mama, Warren hatte damit leider wirklich recht. Ich kann es mir nicht leisten, sensibel zu sein oder nervös zu werden oder die Fassung zu verlieren. Es ist leicht, jemanden wütend zu machen und ihm dann zu sagen, er soll sich nicht aufregen. Er weiß doch gar nicht, was auf dich zukommen wird, Mama, wenn du nachher aussagst. Was kommt denn nachher auf mich zu? Hm? Meinst du, jemanden interessiert es, was ich durchmachen muss? Es gibt Menschen, Mama, die in Jamesons sogenannte Obhut sind. Und wenn dieser Dreckskerl hier heute freigesprochen wird, dann will ich auch nicht andeutungsweise wissen, was er mit ihnen macht. Aber muss denn das alles auf deine Kosten geschehen? Das verstehst du nicht. Du kannst es nicht ändern. Es ist so, was auch passieren wird. Ich werde auf jeden Fall heute aussagen. Garantiert. Mich wird davon nichts abbringen. Ja. Santana. Entschuldige bitte. Es ist nicht zu spät, um zuzugeben, dass du dich irrst, was Dr. Jamison betrifft. Aber ich irre mich nicht. Ich werde alles tun, was ich kann, um dir zu helfen und um den zu finden, der dir wehgetan hat. Da brauchst du nicht mal allzu weit zu suchen, Cici. Neben Dr. Jamison kenne ich nur noch einen Menschen, der mir wehgetan hat. Das warst du. Warum bist du so wütend? Ich hätte es wissen sollen. Ich ärgere mich über mich selbst. Wieso? Mehr nicht. Ich hatte schon wieder vergessen, dass du auf alles zurückgreifst. Schrei doch noch lauter, damit der Portier auch was davon hat. Diese Akten sind das allerletzte. Oh, sind sie wirklich schon sowas angekommen? Sowas nenne ich klein, nicht absolut billig und primitiv. Früher nämlich schon zigtausendmal versetzt. Und ich darf noch hinzufügen, als was Anwalt denn? Wäre sowas unter meiner Würde. Sprichst du etwa von mit mir? Primitivität und Dummheit komme ich genauso klar wie mit schlechten Verzögerungstaktiken. Aber was ich nicht verkrachte, kommst was du ich heute noch irgendwann zum wichtigen Teil deines Vortrages? Dämlicher Winkeladvokat! Was ist los? War das etwa ein echter Gefühlsausbruch? Als du gestern Abend in den Gerichtssaal gekommen bist, da habe ich für einen kurzen Moment gedacht, du wärst endlich mal aufrichtig zu mir. Aber nein, wieder mal handelt es sich nur um einen niederträchtigen, heimtückischen Versuch, mich zu untergraben. Wobei du unsere persönliche Vergangenheit benutzt hast, um einen Vorteil das zu erlangen. Das ist wirklich nicht wahr. Ich hoffe nur, dass Samantha diese Seite das an dir nie erfahren unterhalb der Gürtellinie. Muss.
Das Gespräch ist beendet. Bist du deswegen hier so reingestürmt, nur um mich anzubrüllen? Weißt du, warum ich so schreie, warum ich so laut bin? Weil ich in mir lieber Wut spüre als Verletzbarkeit. Du bringst mich nie wieder zum Heulen. Julia, wieso bist du so überrascht? Du würdest an meiner Stelle nicht anders handeln. Oh, doch, würde ich. Sehr wohl würde ich das. Ich würde auf keinen Fall mit dir über die guten alten Zeiten plaudern, um dich anschließend zu benutzen. Aber was hat denn die eine Sache mit der anderen zu tun? Du weißt, was ich von unserer Beziehung halte. Komm, hör auf, spar dir den Quatsch. Du hast mich einfach nur benutzt. So etwas würde ich niemals tun. Ja, wer das glaubt, wird selig. Julia, geh noch nicht. Was soll ich tun, damit du mir glaubst? Du könntest den Antrag zum Beispiel zurückziehen. Oh nein, findest du das nicht reichlich billig? Der einzige Weg, um mir zu beweisen, dass du es ehrlich meinst. Im Gerichtssaal werde ich dich in der Luft zerreißen, mein Ist das ein definitives Nein? Ich werde dich vor den Augen der Öffentlichkeit zermalmen. Und selbst wenn dieser alte Lüstling von Richter, der dich für so attraktiv hält, den Vorsitz hat, ich werde dir den Hals umdrehen! Ha! Also mit diesem Schwachsinn wirst du garantiert Wegen nicht... Wegen dieses gewinnen. Schwachsinns, wie du ihn nennst, hast selbst du dich prostituiert. Diese Bemerkung wirst du bereuen. Auf den Hintern wirst du dich setzen, weil dir beide Knie anfangen werden zu zittern. Apropos Hintern, es wird Zeit, dass ich du deinen... Ich sollte die beiden Hits vielleicht auseinanderbringen und in neutrale Ecken schicken. Wieso denn? Sie scheinen sich doch prächtig zu amüsieren. Würdest du bitte so lieb sein und den Antrag zurückziehen? Ich werde dich zermalmen, wenn fertig machen werde ich dich. Du wirst mich was raus jetzt. Raus aus meinem Hotel und zwar sofort jetzt. Mason, bist du hier? Nein, Mutter, aber ich... Warren, du? Ja, höchstpersönlich. Und wieso, wenn ich fragen darf, hast du angenommen, dass Mason hier Na, ist? Na ja, ich habe gedacht... Hast du vielleicht eine Nachricht von ihm bekommen? Wollte er vielleicht mit dir über irgendetwas reden? Woher weißt du das? Du willst wissen, woher ich das weiß. Ich weiß es, weil ich die Nachricht geschrieben habe. Ich wollte nur mal wissen, ob du kommst. Und wie ich sehe, bist du sofort los, um dich nicht zu verspäten. Ich finde das sehr hinterlistig von dir und deiner nicht würdig. Trinkst du jetzt auch schon früh am Morgen? Ich habe gar nicht gewusst, dass du Buch über mich führst. Und ich halte es für eine Frechheit, dass du mir nachspielst. Na schön, lassen wir erstmal dieses Thema. Darüber reden wir anschließend. Jetzt will ich nur von dir wissen, was das für eine Nachricht war, die Mason lesen durfte und ich nicht. Es geht darin um Lionel. Du weißt doch um deinen Vater. Mutter, ich weiß, wie mein Vater heißt. Was in dem Brief steht, das will ich wissen. Wie ich schon gesagt habe, es war peinlich. Das kaufe ich dir aber nicht ab. Tut mir schrecklich leid. Mason hat den Brief gelesen. Und als er dich daraufhin herbestellt, tauchst du hier sofort auf. Du scheinst etwas zu verbergen. Mason weiß, was es ist. Und ich weiß es nicht. Und was wirst du jetzt tun? Mich verhaften und anschließend verhören? Am besten, wir fangen damit an, dich erstmal auszunüchtern. Ich fühle mich ausgezeichnet. Und ich bin nüchtern. Vor dir steht ein Sohn. Ich weiß, dass du etwas verheimlichst. Du warst immer für mich da, solange ich denken kann. Immer hörst du. Jetzt bitte ich dich einfach, dass ich mal für dich da sein darf. Bitte. Oh, mein Junge, es geht nicht. Es geht nicht. Selbst wenn wir die Tatsache ignorieren, dass wir es hier mit einer Verzögerungstaktik Meine zu tun Absichten haben, spielen hier absolut keine Rolle. Davon zeugt Ihre Begründung. Wenn man einen Antrag auf Aussetzung des Verfahrens stellt, gibt man gewöhnlich Gründe an. Er wird jedenfalls nicht gewährt, nur weil wir schönes Darf ich auch mal was sagen? Danke. Entschuldigen Sie die Unterbrechung. Ich habe hiermit Ihre Anträge zur Kenntnis genommen. Den auf Aussetzung des Verfahrens habe ich abgelehnt. Einspruch. Abgelehnt. Sie sind hier und bitte erlauben Sie mir das zu sagen, weil Sie einen Klienten und Sie den Staat vertreten sollen. Ich muss Sie dringend daran erinnern, dieses Anliegen ab jetzt zu befolgen. Können wir endlich anfangen? Ja, Euer Ehren. Der Staat ruft Michael Donnelly in den Zeugenstand. Und was hat die Laboranalyse der Lacksplitter nun ergeben?
dass es Dr. Jamesons Wagen war, der Miss Andrade angefahren hat. Wurden denn auch die Reifenabdrücke am Unfallort untersucht? Natürlich. Mit welchem Ergebnis? Wer auch immer den Wagen gefahren hat, er ist mit Absicht von der Straße abgekommen. Mit anderen Worten, der Fahrer des Wagens ist also mit Absicht auf Santana Andrade zugefahren. Einspruch, der Schluss ist nicht folgerichtig. Ich ziehe meine Frage zurück. Officer Donnelly, was haben Sie bei Ihren Untersuchungen noch entdeckt? Wer immer auch den Wagen gefahren hat, er hat, nachdem er Miss Andrade angefahren hat, das Auto gleich danach verlassen. Ist das eine Vermutung? Es gibt Fußabdrücke am Unfallort. Der Fahrer muss demzufolge zu Miss Andrade sofort rübergegangen sein. Hat der Fahrer anschließend die Polizei informiert? Nein, das hat er nicht. Hat der Fahrer Miss Andrade medizinische Hilfe gewährt? Nein. Einspruch, Euer Ehren. Stattgegeben. Der Fahrer hat es also nur vermutlich auf Miss Andrade abgesehen und ist dann unverzüglich zu ihr rübergegangen. Was haben Sie noch aufgrund der Spuren herausfinden können? Offensichtlich hat derjenige, wer auch immer den Wagen gefahren hat, Miss Andrade erstmal auf die Seite gedreht, um sie dann von der Straße weg in die naheliegenden Büsche zu ziehen. Er ist weggefahren, ohne die Polizei zu benachrichtigen? Ja. Ist das nicht ziemlich kaltblütig? Er steigt aus, sieht sie an und zerrt sie anschließend an den Straßen. Einspruch, Euer Ehren. Als hätte der Fahrer hier wird ein Urteil sogar stattgegeben. Miss Wainwright, das Plädoyer ist erst später dran. Ja, Euer Ehren. Officer, hatten Sie die Möglichkeit, die Liste der in Dr. Jamesons Krankenhaus durchgeführten Telefonate einzusehen? Ja, das hatte ich. Gab es an dem Unfallabend irgendwelche Anrufe direkt in Dr. Jamesons Büro? Es gab einen Anruf. Und der kam, soweit das nachweisbar ist, kurz nachdem Miss Andrade das Krankenhaus verlassen hat. Kann man feststellen, zu wem der Anruf durchgestellt wurde? Ja, das kann man. Demnach ging der Anruf zu Dr. Jameson. Um welche Uhrzeit war das? Das war so ungefähr 35 Minuten bevor Miss Andrade in die Notaufnahme gebracht wurde. Was Dr. Jamieson genug Zeit verschafft, das Restaurant zu verlassen, Santana anzufahren und wieder ins Restaurant zurückzukehren. Ohne Einspruch, dass jemand von den Nordstrom. Ich glaube nicht, dass wir uns diese Ausführung anhören müssen. Ihr Zeuge. Der Anruf war also, wie Sie meinen, für Dr. Jamieson bestimmt. Ja, genau so war es. Lassen Sie mich Ihren Wortlaut genau wiedergeben. Der Anruf kam kurz, nachdem Miss Andrade das Krankenhaus verlassen hat. Ja. Hat Ihnen die Telefongesellschaft ein Transkript von dem Gespräch zur Verfügung gestellt? Nein. Ich nehme an, dass es nicht bloß eine einzige Patientin in diesem Krankenhaus gibt. Es könnte also durchaus sein, dass man Dr. Jamieson wegen eines anderen Patienten angerufen hat. Wäre das denkbar? Das weiß ich leider nicht. Ich auch nicht. Sie haben also in Ihrer psychiatrischen Begutachtung bei Miss Andrade keinerlei Anzeichen von geistiger Krankheit feststellen können. Nein. Um es noch etwas zu konkretisieren, denken Sie, dass Miss Andrade unter Verfolgungswahn leidet? Nein, mit Sicherheit nicht. Ich danke Ihnen, Frau Doktor. Ihre Zeugin. Nach Ihnen. Nun gut, dann wollen wir mal, Frau Doktor. Jenes Gutachten, das Sie der Bezirksstaatsanwältin zur Verfügung gestellt haben, bringt Ihnen Einspruch, die Einspruch, Euer Ehren. Euer Ehren, ich versuche nur, die Motivation herauszufinden. War es Menschenfreundlichkeit? Sie träumen doch sicher auch von einer Privatpraxis oder von einer Stelle in einem angesehenen Krankenhaus. Aber vielleicht ist das gar nicht so wichtig für Sie. Wer weiß, vielleicht haben Sie gar nicht das Zeug zu hören. Einspruch wegen Beleidigung der Zeugin. Euer Ehren, die Bezirksstaatsanwältin hat diese Frau als Sachverständige bestellt. Ihre Qualifikation ist also von Bedeutung. Vor allem, was den Wert Ihres psychiatrischen Gutachtens betrifft. Abgelehnt. Mr. Capwell, passen Sie auf, was Sie sagen. Ich werde es beherzigen. Soviel ich weiß, gewähren Sie als Teil eines Vertrages dem hiesigen Police Department und der Bezirksstaatsanwaltschaft kostenfreie Beratung. Das stimmt, ja. Und dennoch entschließt sich eine hohe Angestellte aus dem Büro der Bezirksstaatsanwaltschaft, diesen von Ihnen kostenfrei angebotenen Dienst auszuschlagen und woanders psychiatrische Hilfe zu suchen. Diesmal kein Einspruch? Miss Wainwright? Nein, Euer Ehren. Es spricht nicht gerade für Ihre Qualifikation, wenn die, die Ihre Dienste in Anspruch nehmen können, es vorziehen, dies nicht zu tun, selbst bei Kostenfreiheit. Sie müssen zugeben, dass sich da jeder normale Mensch fragen würde, wie gut und zufriedenstellend Sie eigentlich Ihre Arbeit machen. Nehmen wir mal an, jemand hat ein Problem und er benötigt psychiatrische Hilfe. Würden Sie demjenigen dann empfehlen, zu einem Arzt zu gehen, der schon im Berufsleben mit ihm zu tun hat? Nein, das wäre für ihn sicher nicht gut. Und warum denken Sie das? Oft erfordert eine erfolgreiche Therapie, dass die Beziehung zwischen Arzt und Patient unbeeinflusst von äußeren Faktoren ist. Das wäre in so einem Fall wie hier geschildert nicht mehr garantiert. Genauso würde ich das auch sehen. Und ich kann nicht nachvollziehen, inwiefern die Wahl eines anderen Arztes Ihre Fähigkeiten infrage stellt. Ich danke Ihnen vielmals. Keine weiteren Fragen. Sie können jetzt gehen.
Nachdem die Überprüfung von Dr. Jamesons Praxis abgeschlossen war, ist Ihnen da irgendetwas aufgefallen? Also, nehmen wir zum Beispiel andere Ärzte mit vergleichbaren Praxen, würde ich sagen, dass er zu hohe Rechnungen gestellt hat. Das betrifft sowohl den Staat als auch die Versicherung. Und wie kann so etwas gehen? Indem man ganz einfach Medikamente oder Tests in Rechnung stellt, die man an Patienten nie angewandt hat. Ich hoffe, Mr. Crimmins, Sie können stichhaltige Beweise dafür vorweisen, dass Dr. Jameson persönlich an der Erstellung der zu hohen Rechnungen beteiligt war. Das ganz so einfach ist das. Was haben Sie gemeint? So direkt kann ich das nicht beweisen, aber wenn Sie... Mr. Crimmins, Sie haben nicht mal Beweise dafür, dass Dr. Jameson überhaupt Kenntnis von den überhöhten Rechnungen hatte? Keine weiteren Fragen. Falls sich der Mann, den Sie in dem Wagen gesehen haben, der Santana angefahren hat, hier in diesem Gerichtssaal befindet, würden Sie dann bitte auf ihn zeigen? Nehmen Sie bitte ins Protokoll auf, dass der Zeuge auf den Angeklagten gezeigt hat, auf Dr. Grant Jameson. Mr. Barker, Sie haben direkt neben dem in Frage kommenden Wagen geparkt. Das ist richtig, ja. Wie viele Meter waren Sie von dem Mann entfernt, den Sie gesehen haben? Oh, so genau weiß ich das nicht, in Metern. Mein Auto stand vielleicht einen oder zwei Meter weg. War in seinem Wagen das Licht an? Nein, aber der Mond hat geschienen. Ah. Es war also nachts und der Fahrer saß ohne Beleuchtung. Ja, aber ich konnte sein Gesicht erkennen. Ach, es war ein Cabrio. Nein. Oder wurde vielleicht das Mondlicht durch das Wageninnere reflektiert? Nicht, dass ich wüsste. Nein, so war es nicht. Das weiß ich nicht mehr. Euer Ehren, es wäre wohl empfehlenswert, dass sich das Gericht zu genau derselben Zeit an den Unfallort begibt, zu der Mr. Barker den Fahrer des Wagens erkannt haben will. Ich würde gern herausfinden, wer von den Geschworenen hier im Saal bereit wäre, unter Eid zu beschwören, dass er unter denselben Bedingungen jemand zweifelsfrei identifizieren könnte. Mr. Barker, wollen Sie immer noch unter Eid behaupten, dass der Mann, den Sie gesehen haben, Dr. Jameson war? Ach, schwierig, das so zu sagen, aber ich bin mir eigentlich sicher, ja. Ich meine, ich bin mir ziemlich sicher sogar. Mr. Barker, ich danke Ihnen vielmals. Durch Sie haben wir uns eine Menge Arbeit erspart. Keine weiteren Fragen. Läuft nicht ganz so wie es soll, was? Es wird schon. Es wird schon, ist von einer Verurteilung noch ziemlich weit entfernt. Es kommt zu einer Verurteilung. Auf die eine oder andere Art. Egal, was du an Geld auch brauchst, dir steht zur Verfügung, was du willst. Dann nimm einfach welche dazu und such weiter. Ja, das kannst du entscheiden, wenn es was Neues gibt. Nur dann. Es ging um Eden, nicht wahr? Etwas Neues? Entschuldige mich. Ich will dir nicht auf die Nerven gehen. Bitte warte doch. Ich habe einfach das Gefühl, dass... Ich bin an deinen Gefühlen nicht interessiert. Aber es ist wichtig. Weißt du wirklich nicht, dass Schwangere hell sehen können? Eins steht fest, Eden kommt bald zurück. Bevor das Baby geboren ist, ja. Ich kann dir gar nicht sagen, wie beruhigend das für mich ist. Das war auch meine Absicht. Das Einzige, was dich wirklich interessiert, ist der Wunsch, dass sich alles um dich und deine Schwangerschaft dreht. Das ist doch gar nicht wahr. Damit wir uns nicht falsch verstehen, der Gedanke, dass wir ein gemeinsames Kind haben, ist schrecklich für mich. Und jetzt geh mir aus dem Weg. Er ist überreizt. Er meint es nicht so. Väter werden nervös, wenn es schwierig wird. Der Staat ruft Warren Lockridge. Ich bin zu ihr gegangen, nachdem ich den Brief erhalten habe. Wen meinen Sie mit ihr? Miss Andrade. Als ich dann endlich zu ihr durfte, da erzählte sie mir, oder besser vertraute sie mir an, dass ihr Jameson die Medikamente verabreicht hat. Nicht um sie zu behandeln. Er wollte sie im Krankenhaus behalten. Einspruch, reine Spekulation. Stattgegeben. Mr. Lockridge, kennen Sie zufällig von Dr. Jameson eine Patientin mit dem Namen Louise Carey? Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, Herr Richter. Kennen Sie eine solche Frau? Verzeihung, wie war die Frage? Kennen Sie eine gewisse Louise Carey? Louise Carey. Wenn ich so überlege, dann ja, ich kannte eine Louise Carey. Das Problem war, dass Jameson, sie hat verschwinden lassen. Einspruch, euer Ehren. Stattgegeben. Beantworten Sie bitte nur die Fragen, Mr. Lockridge. Sagen Sie uns, was Sie gefunden haben, als Sie ins Zimmer von Miss Carey kamen.
Woher wollen Sie gewusst haben, dass die Tabletten in dem Zimmer von Louise waren? Jeder hätte sie dahin tun können. Nein. Nein, ich weiß genau, dass sie von ihr waren. Oh, was für ein Glück, ein Journalist zu sein und kein Anwalt. Denn wir brauchen erst Beweise, bevor wir etwas beschwören können. Aber ich sage die Wahrheit. Und ich halte mich nicht im Gegensatz zu anderen an denjenigen, der das meiste bietet. Tue ich das, weil ich Dr. Jamesons Verteidigung übernommen habe? Einspruch, er provoziert den Zeugen. Der Zeuge, Miss Wainwright, provoziert mich. Mr. Capwell. Entschuldigung, Euer Ehren. Haben Sie zufällig an diesem Fall ein persönliches Interesse? Nein. Nein? Ihr Interesse an dem Fall ist aber auffallend größer als das, was ein Journalist gewöhnlich für solch einen Fall hat. Oder haben Sie etwa Interesse an Santana Andrade? Nein, absolut nicht. Mich interessiert nur die Wahrheit. Hört, die Wahrheit wird euch alle befreien. Ruhe, ich bitte um Ruhe, sonst lasse ich den Gerichtssaal räumen. Fassen Sie mich nicht an, ich sitze ja schon. Bitte. Ihre Version von der Wahrheit kann man wohl in Ihrer Zeitung lesen. Einspruch. Stattgegeben. Mr. Lockridge, wie würden Sie die Beziehung zwischen Dr. Jamison und meinem Vater C.C. Capwell beschreiben? Einspruch, das hat nichts mit der Sache zu tun. Ich versuche nur zu beweisen, dass der Zeuge voreingenommen ist. Beantworten Sie bitte die Frage. Wie war die Frage doch gleich? Ich hatte Sie gefragt, wie Sie die Beziehung beschreiben würden zwischen Dr. Jamison und meinem Vater C.C. Capwell. C.C. und Dr. Jamison. Beide aus demselben Holz geschnitzt. Wie kalt und abwertend doch einzelne Worte aus Ihrem Mund klingen. Soll das bedeuten, dass Sie bei Mr. Jamison oder bei meinem Vater die Gefahr der Verdunklung sehen? Einspruch, Euer Ehren, so etwas hat niemand behauptet. Als Santana Andrade mit ihrer rührseligen Geschichte zu Ihnen kam, war das nicht für Sie die Möglichkeit, endlich die Fehde zwischen den Capwells und den Lockridges wieder aufleben zu lassen? Mr. Capwell, ich warne Sie. Und dazu benutzen Sie einen der besten Freunde meines Vaters als unschuldige Geisel. Und Sie haben echt eine Schlagzeile auf Ihrer Titelseite. Euer Ehren, das ist unerträglich, das geht etwas zu weit. Unerträglich ist, dass er diese Zeitung benutzt, und zwar des Umsatzes wegen, um den Ruf eines ehrenwerten und anerkannten Bürgers in den Mr. Capwell. Und wodurch die ganze Sache noch trauriger wird. Er hat keinen Respekt vor den Kranken, er benutzt sie für sich. Das darf doch nicht keine weiteren Mr. Fragen. Capwell! Euer Ehren, ich bitte Sie! Diesen Ausbruch von Mr. Capwell bitte nicht. Oh, entschuldigen Sie bitte, Entschuldigung. War nicht meine Absicht. Sind Sie betrunken? Schon diese Uhrzeit? Sind Sie um diese Uhrzeit etwa nüchtern? Oh ja, ich verstehe, alles klar. Warren hat gerade vor Gericht ausgesagt. Ich würde mich auch betrinken, wenn mein Sohn so wie Ihrer die Wahrheit verdrehen würde. Ihr Sohn ist für mich das Allerletzte. Mein Sohn ist an der Wahrheit interessiert, an der ganzen Wahrheit und nichts anderem als der Wahrheit. Nein, Ihr Sohn ist nur interessiert an sich selbst. Im Gegensatz zu Mason. Ich sag Ihnen mal was, ich hätte sogar Mitleid mit Ihnen, aber dazu müsste ich noch einen kleinen Drink zu mir nehmen. Schwören Sie, die Wahrheit zu sagen, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit, so wahr Ihnen Gott helfe? Ich schwöre. Miss Andrade, wieso glauben Sie, wollte Dr. Jamison, dass Sie das Krankenhaus nicht verlassen? Anfangs ging es ihm darum, einfach mehr Geld zu verdienen. Dann fand er heraus, dass ich seine Machenschaften durchschaut hatte. Was für Machenschaften? Seine Pläne. Und wie er uns benutzt hat. Was haben Sie dann gemacht? Ich habe versucht, von dort zu fliehen. Und wie sind Sie geflohen? Ich hatte Hilfe. Dr. Jamesons Patienten hatten sich entschlossen, die Medikamente, die er uns gegeben hat, nicht mehr zu nehmen. Ich habe aus seinem Büro Unterlagen geholt, um später beweisen zu können, was da abläuft. Als Sie die Medikamente nicht mehr genommen haben, was war dann? Plötzlich war ich wieder hellwach. Auf einmal konnte ich wieder vernünftig und klar denken. Ich war in der Lage zu planen. Dann haben Sie sich entschlossen, aus dem Krankenhaus zu fliehen und sind die Straße lang gelaufen. Oh ja. Und dann hat er mich mit seinem Wagen angefahren. Ruhe! 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 Noch so ein Vorfall und ich lasse den Gerichtssaal räumen. Miss Andrade, sind Sie sicher, dass der Fahrer Dr. Jamison war? Ja. Haben Sie sein Gesicht gesehen? Nein. Warum sind Sie dann so sicher? Ich habe deutlich seine Schuhe gesehen. Und dann sah ich ihn bei den Capwells zu Hause, Tage danach.
Wobei er immer noch dieselben Schuhe trug. Ruhe! 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 Keine weiteren Fragen. Sie sehen fantastisch aus heute Morgen. Ich fühle mich auch fantastisch, danke. Schön. So viel ich weiß, sind Sie erst seit Tagen genesen. So gut ist es Ihnen nicht immer gegangen. Im Gegenteil, es ging Ihnen ziemlich schlecht. Richtig. Aber ich habe mich erholt. Ich weiß, was mir angetan wurde. Das gehört zu Ihrem Krankheitsbild, ja. Ich bin nicht verrückt. Ich wurde gründlich untersucht. Beantworten Sie bitte nur die Fragen. Ziehen Sie keine voreiligen Schlüsse. Wieso hatte man Sie eigentlich in die Klinik eingewiesen? Oder gehörte das auch zu Dr. Jamesons Verschwörung? Einspruch! Streichen Sie die letzte Frage. Beantworten Sie bitte nur die erste. Ich hatte Hilfe gebraucht. Ich war zu jener Zeit drogensüchtig und tat Dinge, die ich nicht hätte tun dürfen. Sie hatten versucht, Brandon Capwell zu entführen. Er ist mein Sohn. Ich war ziemlich verwirrt und wollte ihn zu mir zurückholen. Verwirrt? Ja, mit diesem Wort kann man das natürlich auch ausdrücken. Nein, ich war krank. Ich war ein Junkie. Und was ich getan habe, war falsch. Aber jetzt bin ich gesund. Ich nehme keine Drogen mehr und bin Herr meiner Sinne. Sie haben die Schuhe von Dr. Jameson wiedererkannt. Das ist richtig. Könnten Sie diese für uns beschreiben? Ja, natürlich. Es war Wochen her und dunkel und Sie waren verletzt. Wie ist es da möglich, dass Sie ein paar Schuhe wiedererkennen konnten? Weil dieser Mann direkt auf mich zusteuerte, dann Gas gab und mich anschließend angefahren hat. Und als er dann zu mir rüberkam, habe ich gedacht, dass diese Schuhe das letzte sein werden, das ich jemals sehen werde. Für solche Momente hat man ein sehr gutes Gedächtnis. Es waren schwarze Halbschuhe mit einer Goldverzierung. Schwarze Schuhe mit Goldverzierung? Ja, mit einer Goldverzierung, und zwar vorn. Santana, Sie haben gerade die Schuhe beschrieben, die ich heute trage. Glauben Sie etwa, dass ich den Wagen gefahren habe? Selbstverständlich nicht, Herr Anwalt. Wie es scheint, Euer Ehren, müssen wir eine eindeutige Identifizierung leider ausschließen. Keine weiteren Fragen im Moment. Ich bin aber mit der Zeugin noch nicht fertig. Hat der Staat noch Fragen an die Zeugin? Nein, Euer Ehren. Sie können dann gehen. Miss Wainwright, rufen Sie Ihren nächsten Zeugen auf. Die Staatsanwaltschaft verzichtet. Vermeintliche Beweise wurden in Zweifel gezogen. Ich werde den Fall dennoch nicht aufsetzen, Mr. Capwell. Wollen Sie oder wollen Sie nicht Ihren ersten Zeugen aufrufen? Geben Sie mir 5 Minuten. Gut. Ich werde für Sie die Verhandlung kurz unterbrechen. Wie lange werden Sie etwa brauchen? Das liegt ganz allein am Zeugen. Euer Ehren, bevor es weitergeht, würde ich Sie gerne unter 4 Augen sprechen. Natürlich. Bitte, kommen Sie. Hallo. Tja, wie schön wäre doch jetzt so ein riesengroßer Becher mit Popcorn. Aber sowas gibt es ja hier nicht. Ihr Mann hält sich doch ganz gut davon. Sehr beeindruckend, wie er so die Fäden in der Hand hält. Dafür sind Richter nun mal da, sonst gäbe es hier Tote. Sieh mal einer an. Sie haben sich heute aber besonders geschmackvoll zurechtgemacht. Ich wette, es wird ein paar hübsche Fotos geben, wenn dieser Fall erst zu den Akten gelegt sein wird. Ihr Mann und Sie werden hier rausgehen wie Präsident Markus mit seiner Gemahlin aus einem Schuhladen. Sagen Sie, wieso lassen Sie mich nicht in Ruhe? Wie er den Hammer in der Hand hält, einfach großartig, diese Autorität. Also, wenn man mich in so ein Karnevalskostüm stecken würde, ich würde aussehen wie bei meinem Highschool-Abschluss. Sie sehen gar nicht so aus, als wären Sie überhaupt auf der Highschool gewesen. Oh, touché. Oh, das trifft mich tief. Er spielt seine Rolle in dem Spiel verdammt gut. Was denn für ein Spiel? Nicht doch, ich bitte Sie. Das Spiel, zu dem Sie beide geboren sind. In ihm haben Sie einen verdammt guten Schüler. Er ist nicht unkompliziert. Sie haben ihn gut trainiert. Obwohl das reine Chaos die Verhandlung bestimmt, tritt er auf, als ob er unparteiisch ist. Ich verstehe nicht ganz, was Sie meinen. Gut, dann versuche ich es einfacher auszudrücken. Er schafft es, dass man denkt, dass Jameson durchaus der Fahrer gewesen sein kann, obwohl er doch zu einem anderen Ergebnis kommen muss. Das ist doch absurd. Ach, David ist absolut neutral. Oh, das weiß ich.
Sie dürfen mich nicht falsch verstehen. Ich wollte nichts anderes sagen. Aber wir sollten ganz nüchtern an die Sache gehen. Auf der einen Seite haben wir zwei einflussreiche Millionäre, auf der anderen eine cholerische Bezirksstaatsanwältin und eine ehemals psychisch Kranke. Und Sie dürfen dabei nicht vergessen, Ihr Mann hat politische Ambitionen. Da dürfte klar sein, auf welcher Seite er steht. Mein Mann lässt sich von niemandem beeinflussen. Er macht einen verdammt großen Fehler, verstehen Sie? Oh, und Sie wollen vermutlich, dass ich jetzt aus Dankbarkeit meinen Mann bekehre, richtig? Ich sag die Wahrheit. Sie wissen doch viel besser als ich, dass er sich von etwas ganz anderem motivieren lässt. Ja, und das kann nur heißen, dass Menschen sehr wehgetan wird, die unschuldig sind. Wenn Sie mich fragen, ich halte Santana Andrade nicht gerade für das, was man unschuldig nennen kann. Damit meinte ich aber nicht Santana. Damit meinte ich Sie. Für mich ziemlich kompliziert. Ich vermittle Ihnen sicher einen falschen Namen. Nein, du machst das sehr gut. Mehr muss ich wirklich nicht wissen. Hast du zufällig Gina gesehen? Sie müsste schon längst hier sein. Sie holt sich sicher noch schnell was Nettes zu knabbern. Wenn sie so weitermacht, wird sie in 2 Monaten aussehen wie ein Klops. Mason, eine Frage. Bist du zufrieden mit dir? Wichtiger ist doch, dass du zufrieden bist, oder? Wie ich gehört habe, hast du Santana in den Schutz. Ich mache nur meine Arbeit. Sie beschuldigt meinen Klienten des versuchten Mordes. Glaubst du, ich habe Vergnügen daran? Ich will nicht, dass man ihr wehtut. Ich habe so viel Spaß heute. Bis jetzt war der Tag richtig gut. Rosa, es tut mir leid, aber... Ich hätte nie geglaubt, dass du so etwas tun würdest. Das wird ein wunderschöner Tag. Schön, dass du noch gekommen bist. Eine gute Entscheidung. Mason... Was draußen eben passiert ist, das tut mir schrecklich leid. Das gehört mit zum Geschäft. Vermutlich glaubt dir das keiner, aber ich weiß, dass dir das hier nicht leicht fällt. So ist dieser Job und einer muss ihn ja machen. Du sollst nur wissen, dass ich dich gut verstehen kann. Das klingt besonders nett nach der letzten Nacht, danke. Während so einer Verhandlung hat ein Anwalt sehr viel zu tun. Sie ist vielleicht schon bald vorbei. Und dann könnten wir es noch mal miteinander versuchen, oder? Cassie, entschuldige mich bitte. Ich lerne anscheinend nichts dazu. Das würde ich so nicht sagen. Entschuldigung, ist alles in Ordnung? Das sieht man doch. Mr. Campbell, rufen Sie Ihren ersten Zeugen auf. Ich rufe Santana Andrade in den Zeugenstand. Einspruch, Euer Ehren. Ruhe, oder ich lasse sofort den Gerichtssaal räumen. Die Zeugin war gerade im Zeugenstand. Ich sagte, ich wäre noch nicht fertig mit ihr. Ich hoffe, Sie erinnern sich. Kommen Sie nach vorne in den Zeugenstand. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass Sie immer noch unter Eid stehen. Ich weiß, Euer Ehren. Es ist sicher nicht leicht für Sie, nochmals in den Zeugenstand treten zu müssen, aber es geht schnell. Ich habe weder vor Ihnen noch vor Ihren Fragen Angst. Schön. Im Grunde genommen geht es mir nur um eine Frage. Wie würden Sie Ihre Beziehung zu Dr. Jameson beschreiben, Miss Andrade? Als schlecht. Logisch. Ruhe! Lassen Sie mich anders fragen. Miss Andrade... Wie würden Sie die Geschichte Ihrer Beziehung zu Dr. Jameson beschreiben? Ich war jahrelang in Behandlung bei ihm, das wissen Sie ja. Nein, vorher noch, Miss Andrade. War Dr. Jameson nicht bei der Geburt Ihres Sohnes Brandon anwesend und war er nicht anwesend, als Sie dazu gezwungen wurden, ihn zur Adoption freizugeben? Ist es nicht wahr, und vergessen Sie nicht, worauf der Richter Sie aufmerksam gemacht hat, Sie stehen unter Eid? Ist es nicht wahr, dass Sie Dr. Jameson dafür verantwortlich machen, dass Sie Ihr Kind weggeben mussten? Nein. Sie glauben, dass er Ihnen Ihr Kind weggenommen hat? Und ist es nicht ebenso... Ruhe! Alles Ruhe! Tun, Ruhe! Nur, um sich an ihn zu... Nein, nein, damit liegen Sie völlig falsch, Sie irren sich! Wirklich! Liebe und Leidenschaft, Intrigen und Hass. Wie es weitergeht, erfahren Sie schon morgen zur gewohnten Zeit im California-Clan hier bei RTL.